Hallo, der Blind Spectator vor euch im Mikrofon und wir spielen weiter. Trine. Okay, ach so, wir haben wieder Levelaufstieg. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Flanken sind eigentlich echt nice, ne? Okay, hier ist sowas am Start. Mach hier mal da hinten. Oh, warte. Nein, 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 nein. Oh, shit. Warte. Nein. Ihr seid ganz schön unfair, ihr Arschhoden. Okay, geschafft. Wofür ist dieser Schalter? Den haben wir auch schon gedrückt, jetzt quasi, ne? Aber was hat er gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das hier ist ein One-Way-Ticket. Oder nicht, ne? Oh, erstmal sehr schön, wieder geheilt. So, und jetzt können wir hier am Rand, können wir doch... Da würde ich gern hoch. Ja, warte. Nein, keine Kiste. Das haben wir hingesteckt. Gerade so. Was ist eigentlich hier unten noch? Ah ja, Kisten. Ich frage mich, wo die herkommen. Ich bin überrascht. Man sieht hier gar nichts, Leute. Nicht die geringste Kleinigkeit sieht man hier. Ah, so hätten wir auch hochgekonnt, oder was? Können wir hier das Ding ein bisschen so und dann vielleicht das ausgleichen? Nein, 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 nein. Die Sachen, die der Zauberer da macht, sind halt viel zu schwer. Für sowas. Ah. Ah, so. Müssen wir aber. Oh! Oh Gott. So geht's nämlich natürlich auch. Was macht dieser Hebel? Na, guck mal, wir hätten hier sowieso hingemusst. So, was haben wir hier nettes? Ein Schalter. Und hier unten. Okay. Einfach nur nichts. Auch sehr gut. Zack, zack. Jawohl, der agile Ritter hier am Start. Die Rüstung wiegt nix, sage ich euch. Nix. Oh, ein dicker Skeletron. Autsch. Weg mit dir. Weg. Oh, danke. Nein, nein. Dass du auch nur am Gesicht treffbar bist, Junge, ist eine Frechheit, sage ich dir. Du bestehst ja nicht nur aus mehr als ein Gesicht. Und vor allem besteht dein Gesicht aus demselben Zeug wie alles andere an dir auch. Hui, wieder Erfahrung aufgenommen. Und wenn man hier nicht rechtzeitig reingekommen wäre und das nicht gesehen hätte, dann wäre das vielleicht problematisch gewesen. Was für ein Arsch. Wenigstens ist er kaputt. Okay, die knicken weg. Warte mal. Ja, ambushen wollen. Frechheit. Ja. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Ja, das ist auch okay. Ja, aber es kommt nicht mehr hoch dadurch. Deine Ding. So. Eigentlich sollte das eine Planke werden ursprünglich. Okay. Geschafft.
Die Spiders, ey. Oh, wieder Inschriften. Die königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Was sind diese Artefakte überhaupt? Berechtigte Frage. In erster Linie werden sie wahrscheinlich Artefakte sein. Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Oh mein Gott! Dies sieht nicht aus wie das Schloss, von dem gesprochen wurde. Ich kann es nicht glauben. Sie haben es ruiniert. Alles ruiniert. Wir müssen uns beeilen. Ja, bis auf die... Alter. Bis auf die Klingen hier, die waren schon immer da. Die gehören zum Standardausrüstung. Einfach nur als Backup. Ne? Ja, da oben waren auch Zacken. Warte. Nicht machen. Haha. Okay, da ist nochmal so ein Erfahrungsding. Autsch. Hier, nehmt das. Spitze, stachelige Kugeln in euer Gesicht. Sonst noch jemand? Willst du hier was? Hey. Die Adlerstatue. Was kann die? Senkt den Mana-Verbrauch beim Beizaubern von Objekten. Nur Zauberer. Macht Sinn, dass das dann der Zauberer hat. Alles andere wäre nicht so sinnvoll, sage ich euch, wie es ist. Okay. Nein, 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 nein. Oh, oh. Komm wieder hoch. Also, dass der manchmal, ich will offensichtlich sowas beschwören, aber es wird dann halt doch irgendwie eine Kiste manchmal. Aber wenn ich faul bin und dann einfach, dann wird's keine Kiste. Jetzt hat das Ding das mitgenommen. Okay, anders. Oh, kann auch einfach so machen. Auch okay. Dann nehmen wir halt den Weg. Oh no! Mach das da weg. Das nervt. Okay, neuer Versuch. Ach, das war mit gut Schwung. Was war denn das? Was hat der für einen Plan im Leben? Oh, Fackel, die Dudel. Weg mit euch allen. Ja. Ich glaub nicht, dass ich das da nicht gesehen habe. Ich hab's nämlich gesehen.
War dieses Zahndekor auch schon immer da? Dieses, wie soll ich sagen? Wir sind böse. Weil ich glaube nicht, dass die Skelette so einen Fashion Sense haben, dass die das jetzt geändert haben, oder? Aber vielleicht unterschätze ich die Skelette ja auch. Vielleicht haben sie den krassen Fashion Sense. Okay. Die haben auch Rüstung, diese Bogenskelette jetzt. Frech. Da war ein Schalter, den habe ich gedrückt. Beide gleichzeitig gedrückt werden, oder was? Ohne hinzugucken. Okay, da unten ist Boden. Da oben ist eine Truhe. Truhe, wichtiger Boden. Schneller Köcher für die bin. Erstmal muss ich hier kurz den Müll entsorgen. Er hat sich den Kopf gestoßen. So, schneller Köcher. Macht nur Sinn, wenn die Diebin den dann auch ausgerüstet hat. Hat sie aber momentan nicht. Wo ist denn der? Adlerstatue? Moment. Flasche, Halskette des Lebens, Beinschütze, Armschütze, wo ist der schnelle Kicher? Hä? Oder ist es ein Passive, aber macht doch trotzdem keinen Sinn, dass es da nicht in den Objekten mit dabei ist, oder? Das war gemein. Es ist halt schon witzig. Zauberer, das zu machen. Okay, da unten sind Stachels. Okay, wir sind fast tot mit dem Zauberer, aber da ist auch schon wieder der nächste Point. Okay, der hat widerstandslos aufgegeben, das ist gut. Nee. Weg mit euch. Schiebt es da mal ein bisschen dahin. Wie sowas. Bisschen zu steil. Mach noch eins. Das hat nicht geholfen, Leute. Ja, Junge. So können wir arbeiten. So, und dann hier. Perfekt. Und da. Auch perfekt. Okay. Das ist. Ah ne, das hat noch gelebt tatsächlich. Gut, dass ich nochmal nachgeschossen habe. Weiter Sprung. Sehr schön, machen wir das auf. Just in case. Wir die nicht brauchen, aber offen ist offen, ne? Das ist für die Immersion. Weil irgendwie müssen die Leute damals ja auch hier durchgekommen sein. Kann ich dich nicht da unten einklemmen?
Kistchen. Nicht zu weit. Okay. Machen wir das einfach so. Dann ist gut. Das Schild wehrt die Scheiße auch ab. Der hat einen Abgang gemacht. Levelaufstieg. Ja, ein Upgrade kostet 3, um nochmal eine Kiste zusätzlich zu nehmen. Nehmen wir halt noch mehr Pfeile. Ah, schneller Köcher war eine Upgrade-Möglichkeit. Zum schneller Nachladen. Oh, hab ich ganz vergessen, dass es sowas ja auch gibt. Nee, 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 komm, komm runter. Sicherheitshalber, man weiß ja in dem Spiel hier nie, wo man landet. Oftmals sind es tödliche Gruben. Wie da jetzt einfach ein Skelett gespawnt ist. So ein Arsch. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Das ist belastend, dass die sich drehen. Und vor allem auch so easy. Nein, nicht wegdrehen. Nein! Ich muss jetzt rauskommen, ohne nochmal zu springen. Okay. Ah, guck mal, die sind stuck. Okay, jetzt nicht mehr. Hoi. Gott sei Dank, das war anstrengend. Blauer Meisterstein. Erhöht die maximale Anzahl der Kisten um 1. Zauberer. Erhöht die Anzahl des Pfeile des Einfahrtbogens um 1. Dieben. Kisten kommen eigentlich noch ganz gut dann klar. Sieh da drüben. Was ist das? Eine Art Buch? Ja, ich werde es mir genauer ansehen. Ein Buch. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Ich sage, es kein warmes Gefühl im Schritt ist, aber ich würde sagen, wir schauen uns das dann in der nächsten Folge an. Der Bladesmith steht aber auf euch im Mikrofon. Wir sehen uns dann. Haut rein. Ihr wollt noch mehr Bullshit auf YouTube sehen? Dann abonniert doch meinen Kanal. Außerdem klickt dieses Video und das Video.